Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner live und jetzt bei uns zu Gast ist Martin Balluch, der bekannteste Tierschützer dieses Landes, muss man sagen, und jetzt auch Kandidat bei der Nationalratswahl. Er tritt für die Liste jetzt an. Grüß Gott, Herr Balluch. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Herr Balluch, starten wir vielleicht ganz kurz mit dem Wahlkampf. Wie gesagt, Sie treten für die Liste jetzt an. In Umfragen sieht das momentan schwierig aus für die Liste jetzt, aber darüber sprechen wir gleich. Sie haben zumindest schon für ein bisschen Schmunzeln gesorgt in diesem Wahlkampf, und zwar mit Ihrem Facebook-Plakat. Wir zeigen das kurz her. Schweine würden Balluch wählen. Ist ein bisschen zweideutig, oder? Nein, im Tierschutz ist Schweine immer positiv besetzt. Schweine sind sehr liebe Tiere, wenn man sie näher kennenlernt, wie Hunde eigentlich. Und ja, was das im Wesentlichen heißt, ist, dass es sehr viele Schweine in Österreich gibt und dass die für die Situation im Argen ist. Und wenn die etwas mitreden könnten, dann würden sie wahrscheinlich Tierschützer oder mich ins Parlament wählen. Wie schätzen Sie denn die Chancen der Liste jetzt ein? In allen Umfragen liegt die Liste jetzt bei 1%, ganz abgeschlagen, keine Chance momentan auf einen Einzug in den Nationalrat. Jetzt ist gestern Ihre Parteichefin Maria Stern aufgetreten in den ORF-Sommergesprächen. Sehen Sie da ein bisschen eine Trendwende oder ist es sehr, sehr schwierig derzeit? Ja, natürlich sehe ich eine. Sie hat sehr sympathisch gewirkt, finde ich. Man kommt ein bisschen davon runter, dass diese Liste nur der Peter Pilz ist und sonst niemand. Ich finde, sie hat einen sehr guten Eindruck gemacht und interessante Dinge gesagt. Aber durch mich kommt ein ganz neuer Winkel hinein, nämlich der Tierschutz, der bis jetzt ja noch nicht wirklich thematisiert worden ist und im Wahlkampf noch nicht vorgekommen. Und ich gehe davon aus, dass es sehr viele Menschen in Österreich gibt, denen der Tierschutz wichtig ist, wichtig genug ist, dass sie dafür auch ihre einzige Stimme hergeben, wenn es um die Parlamentswahlen geht. Worauf wollen Sie denn den Schwerpunkt legen in Ihrem Wahlkampf? Sie ja, für mich klar, ist Tierschutz ist wichtig, das ja. ist eh klar, das ist Ihr Thema. Aber was konkret? Was konkret sind Ihre Themen und was konkret gehört Ihrer Meinung nach verbessert? Ja, wenn man sich den Tierschutz anschaut, dann gehört das an allen Ecken und Enden verbessert. Das muss man sagen, da kann man gar nicht aufhören aufzuzählen. Aber ich meine, kurz zusammengefasst kann man sagen, wir haben seit der Industrialisierung der Landwirtschaft diese Tierfabriken. Das ist nicht von ungefähr dieses Wort, das ist wirklich wie eine Fabrik, da ist alles automatisiert und unpersönlich und mit diesen Tieren haben Menschen gar nicht mehr viel zu tun. Und die gibt es einfach für alle möglichen Nutztierarten, von Schweinen über Buten, über Hühner, Masthühner und Legehühner. Und da müsste man überall ansetzen und langsam die Weichen stellen, dass man aus dieser Sackgasse wieder herauskommt. Diese Massentierhaltung, die billigst Fleisch liefert, wo das Fleischessen dann zum Normalfall wird, also wo man dreimal am Tag Fleisch isst, das ist auf allen Ebenen ein Problem. Es ist ein Tierschutzproblem, man kann nicht so viele Tiere, die da benötigt werden, gut halten. Es ist ein Klimaproblem, weil 20% der Klimakrise auf die Tierproduktion zurückzuführen ist. Für die Futtermittelherstellung werden 3/4 aller Felder benutzt oder Weide als Weideflächen, wo man eben auch eine Verwaldung möglich machen könnte und die würde CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Also ich sehe aus dem Zurückschrauben der Tierproduktion sehe ich echte Chancen für die Klimakrise. Und natürlich ist es ein Ressourcenproblem. Also wenn man Fleisch isst, muss man aus Südamerika genmanipuliertes Soja importieren in einem größeren Umfang, als man danach Schweinefleisch zum Beispiel daraus produziert. Das sind ja alles Fragen, die man jetzt nicht mehr einfach so wegwischen kann angesichts der Umwelt- und Klimaprobleme, die wir haben. Ein großes Thema sind, glaube ich, auch die Tiertransporte. Das ist auch etwas, wo Sie sich sehr stark einsetzen mit dem Verein gegen Tierfabriken. Da gibt es Länder, Frankreich ist, glaube ich, eines davon, die gehen viel restriktiver mit Tiertransporten um. Beispielsweise ab einer gewissen Temperatur, jetzt im Sommer bei Hitze, dürfen keine Tiertransporte durchgeführt werden. In Österreich gibt es das nicht. Das heißt, Tiertransporte werden in Österreich gesetzlich nicht wirklich geregelt, oder wie sehen Sie das? Naja, ich meine, es ist an und für sich, die internationale Transporte ist eine EU-Frage und da redet man sich eben immer raus in Österreich. Nicht? Da kommt also ein Transport oder er geht von Österreich ins EU-Ausland oder in Drittstaaten. Da sagt man immer, na, da müssen ja die ausländischen Amtsärzte und Amtsärztinnen einschreiten und man drückt sich davor, das selber zu machen. Und wenn man den Buchstaben des Gesetzes ernst nimmt und wenn man das Tierleid in den Vordergrund stellt, dann könnte man sehr viel machen, allein auf amtsärztlicher Ebene, auf Bewilligungsebene, ohne dass man noch Gesetze ändert.
Aber ich meine, wir können innerösterreichische Transporte strengst regeln. Es gab eine sehr gute Regelung, bevor wir in die EU gekommen sind. Die ist dann eben durch die EU aufgehoben worden 1998. Und zu so etwas könnte man zurückkehren. Und man kann natürlich auch die internationalen Transporte so scharf kontrollieren und so auf die Einhaltung der Gesetze pochen, dass die gar nicht mehr stattfinden bei uns oder dass sie wirklich nur noch wenige sind. Wir haben das Problem der Zentralisierung und Industrialisierung. Es werden immer mehr große Tierfabriken und immer mehr große Schlachthöfe mit einem immer größeren Abstand dazwischen und so automatisch immer mehr Tiertransporte. Und das ist leider genau die falsche Richtung. Jetzt sind Sie ja mit dem Verein gegen Tierfabriken sehr aktiv, wie gesagt, gerade bei diesen Tiertransporten, machen auch viele Aktionen, filmen das etc. Absolut, ja. Ist teilweise nicht unumstritten. Da wird Ihnen ja von Kritikern auch vorgeworfen, dass Sie da ein militanter Tierschützer sind, teilweise auch gewalttätig agieren. Sie selber bestreiten das ja immer. Ja, also gewalttätig waren wir noch nie. Ich habe auch noch nicht mal gehört, dass uns das vorgeworfen wird. Also weder von Seite der Tiertransporteure oder der Jägerschaft oder der Tierfabrik. Industrie. Aber man wirft mir natürlich vor, radikal zu sein, weil man einfach nicht will, dass man diese Bilder in der Öffentlichkeit sieht. Also wenn das Hinterherfahren hinter einem Tiertransporter und das Filmen des Ab- und Aufladens, meinetwegen von einem Baum oder aus einem Versteck heraus, wenn das militant ist, dann tut mir das leid. Militant ist das nicht. Es ist einfach konsequent. Wir lassen jetzt nicht einfach nur uns da vertreiben, sondern wir wollen, dass die Öffentlichkeit das sieht. Und da muss man manchmal solche Maßnahmen setzen. Aber es tut niemandem weh und es dient der Information der Öffentlichkeit. Wie soll die Öffentlichkeit über Tiertransporte entscheiden oder über Tierfabriken, wenn sie gar nicht weiß, wie es dort zugeht? Wenn man sich nur auf die Werbung verlässt, dann ist man komplett falsch informiert. Was Ihnen ja, glaube ich, auch ein ziemlicher Dorn im Auge ist, wir haben derzeit einen Hitzesommer, der Juli war der heißeste Monat weltweit aller Zeiten. Nächste Woche wird es wieder sehr heiß in Österreich, ist die Fiakerregelung in Wien. Fiakerpferde bekommen ab 35 Grad erst frei. Sie sagen, das ist viel zu heiß und für die Tiere absoluter Wahnsinn. Ab wann sollen die Ihrer Meinung nach frei bekommen oder sollten Fiaker überhaupt verboten werden? Naja, also zunächst einmal, diese 35 Grad werden ja nicht vor Ort gemessen, werden auch nicht in Bodennähe gemessen. Am Stephansplatz in einem heißen Tag hat es sehr rasch über 35 Grad. Leider misst man das ganz woanders und daher ist das da gar nicht vernünftig anzuwenden. In Innsbruck sagen sie jetzt, sie wollen ab 32 Grad keine Fiaker mehr zulassen, immerhin einen Schritt vorwärts. In Wien, es sollte 30 Grad sein, wenn man sich die Tiere anschaut, aber am besten wäre es, man nimmt die Tiere überhaupt heraus aus so einem Innenstadtbetrieb, wo ein dichter Verkehr ist und wo die Ställe gestresst werden. Das ist nicht zeitgemäß. Absolut, ist nicht zeitgemäß und das sind Tiere, die eigentlich Fluchttiere sind, die erschrecken sehr leicht, deswegen müssen sie auch Scheuklappen haben und ständig so festgeschirrt. Es gibt ja trotzdem immer wieder Tiere, die durchgehen. Und die haben dort eigentlich nichts verloren im dichten Straßenverkehr. Also wenn man mit einem Fiaker herumfährt und das muss unbedingt sein, dann halt die Prater Hauptallee oder im Schönbrunner Schlosspark. Aber bitte nicht mitten unter hunderten Autos. Das heißt, Sie sind für ein Verbot von Fiakern? Ich wäre dafür, dass man die vollkommen aus dem dichten Stadtverkehr verbannt, ja. Und eben nur noch, wie Sie sagen, in der Prater Hauptallee oder im Grünen. Ja. Fahren lässt. Verstehen Sie auf der anderen Seite, wenn die Fiakerfahrer selber, aber es gibt ja auch viele Wiener, die sagen, das gehört zum Stadtbild? Naja, es gehört zum Stadtbild. Das ist halt so eine Sache, es muss alles so bleiben, wie es ist. Und es bleibt aber nie alles so, wie es ist. Man hat halt so innerlich das Gefühl, man verliert irgendwas, wenn etwas ein bisschen anders wird. Aber ich meine, die Dinge verändern sich. Wir verstehen mehr von Pferden. Wir können mit Elektroautos oder mit allen möglichen Fahrzeugen das viel besser ersetzen. Es sind ja auch die Schäden an der Straße, die da jeder Mensch mitzahlen muss, auch die gegen Fiaker sind. Also es spricht eigentlich alles dafür, das abzubauen und ich glaube, die Vernunft wird letztlich siegen. Besonders enttäuscht sind Sie ja von der FPÖ. Warum? Warum hat Sie die FPÖ beim Tierschutzthema so enttäuscht? Ja, ich weiß aus der Tierschutzszene, dass sehr viele Menschen aus Tierschutzgründen die FPÖ gewählt haben. Die FPÖ hat sich vor der letzten Wahl als eine Tierschutzpartei kreiert. Sie hat also gesagt, Tierschutz ist Chefsache. Und sie werden sich dieser Sache annehmen. Jetzt hat man in diesen Jahren, eineinhalb Jahren der Regierung eigentlich nichts davon gesehen. Und jetzt haben wir das große Problem, wo man sozusagen wirklich sieht, dass die FPÖ nicht zu ihrem Wort steht. Es gab einen Antrag der Liste Jetzt für 3 Verbesserungen im Tierschutz. Und die FPÖ hat sich einfach geweigert, das mitzutragen, indem sie einen Fristsetzungsantrag verhindert hat, der also sichergestellt hätte, dass noch vor der Wahl diese Sachen abgestimmt werden. Das ist ein eindeutiger Widerspruch zu dem, was die FPÖ im Vorfeld gesagt hat. Sie hat nämlich 2006, hat auch Norbert Hofer öffentlich erklärt, er ist für ein Verbot dieser Vollspaltenböden in der Schweinehaltung. 2017 hat die FPÖ öffentlich gesagt, sie sind für ein Verbot der betäubungslosen Kastration. Jetzt stehen genau diese Dinge zur Abstimmung.
Ende der Vollspaltenböden, Stroh für Schweine statt Beton, Ende der betäubungslosen Kastration, wenn man ein Schwein kastriert, dann wie einen Hund unter Betäubung, unter tierärztlicher Aufsicht. Und beides haben sie sozusagen verhindert. Also das ist natürlich ein Verrat an den Tieren. Sie haben zuerst so getan, als wären sie pro Tierschutz. Jetzt zeigt sich, sie haben andere Prioritäten. Jetzt sind es nicht einmal mehr 2 Monate bis zur Wahl, 1,5 Monate ungefähr. Wie will die Liste jetzt diesen Rückstand denn jetzt aufholen? Das ist doch noch in den Nationalrat. Schaffen ist ja kein leichtes Unterfangen. Ja. Einerseits kommen jetzt Gespräche, also die Diskussionen zwischen den Parteichefs oder Gespräche mit den Parteichefs. Da hoffen Sie sich viel von Peter Pilz. Da hoffe ich mir einerseits, dass also diejenigen, die auf Peter Pilz setzen, da bereit sind, da ihre Stimme abzugeben. Auf der anderen Seite hoffen wir, dass Tierschutz sich platzieren lässt. Noch nie war in einem Wahlkampf Tierschutz wirklich ein Thema. Die Parteien haben alle den Eindruck, Tierschutz spielt keine Rolle, da hat man andere Wahlprioritäten. Und ich möchte jetzt probieren, Tierschutz ganz zentral zu positionieren. Ich bin seit 35 Jahren Tierschützer. Wenn man mich wählt, wählt man Tierschutz ins Parlament. Bis jetzt hat es das noch nicht gegeben. Es war noch nie jemand im Parlament, der wirklich, also dem es unter den Fingernägeln gebrannt hat, wenn das zentrale Thema war. Und ich rufe daher die Tierschützer und Tierschützerinnen auf, ihre Stimme abzugeben und zu beweisen, dass Tierschutz uns in dieser Gesellschaft wichtig ist. So wichtig, dass man auch genug Stimmen bekommt, um ins Parlament zu kommen. Mhm. Herr Balloch, sollten Sie genug Vorzugsstimmen bekommen, ja, würden Sie dann auch alleine ins Parlament einziehen? Ich würde, wenn ich die Stimmen dafür bekomme, definitiv ins Parlament einziehen, ja. Okay, gut. Vielen Dank. Dann danke für den Besuch im Studio. Danke. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück. Und dann ist Markus Hohenecker bei uns zu Gast. Markus Hohenecker ist jener junge Wiener, der dieses berühmte Prügelvideo gefilmt hat. Das zeigt, wie Polizisten auf einen Klimademonstranten in Wien einschlagen. Und da gibt es jetzt eine große Diskussion darum. Es gibt eine parlamentarische Anfrage, die vom Innenministerium beantwortet wurde. Und das Innenministerium schreibt darin, dass dieses Video manipuliert wurde. Markus Hohenecker, der das gefilmt hat, sieht das naturgemäß anders. Darüber werden wir gleich mit ihm sprechen und uns natürlich auch dieses besagte Video noch einmal anschauen. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir gleich zurück.